Hallo zusammen, ich habe hier einen Wohnwagen- oder Bootskühlschrank 1224 Volt und zusätzlich 230 Volt Vorhangschaltung. Aber das ganz Spezielle an dem Kühlschrank ist eine extrem lange Leitung. Ich habe hier den 230 Volt Anschluss und den 12 Volt Anschluss. Jetzt ist mein Video zu klein und das Aggregat, das ist lose. Ich habe hier oben Kältemittelschnellkupplungen und hier an dieser Leitung auch Kältemittelschnellkupplung. Ich kann also hier die roten Deckel lösen, die zwei Leitungen hier drauf anschließen und das System ist vorgefüllt, also sofort betriebsbereit. Warum brauche ich ein externes Kühlaggregat mit einer 4 Meter langen Kälteleitung, also von hier bis zum Kühlaggregat? So kann ich zum Beispiel das Kühlaggregat beim Boot in die Bugskiste setzen oder in die Bilge runter. Der große Vorteil ist, in der Bilge ist es kalt. Ich habe also optimal gekühltes Kühlaggregat. Oder auch im Wohnmobil kann ich das Teil in die Heckgarage setzen. Da habe ich die Abwärme, meistens auch die Zusatzbatterie, die Elektrik in der Heckgarage. Ich habe mehr Platz im Kühlschrank, weil dieser Kühlschrank hat Standardmaß Breite 225 und ich habe hier normalerweise einen Ausschnitt bei unserem 96er, der genau gleich groß ist, das verlinke ich euch am Schluss. Und ich habe hier so mehr Platz im Kühlschrank. Zweitens kommt es dazu, dieser Kühlschrank jetzt hier, das ist bestellt, ist Band links. Das heißt, die Türscharniere sind auf dieser Seite. Der geht so rum auf. Ich habe hier auch hier unsere Lüfterstellung, dass der Kühlschrank offen bleibt, wenn ich ihn nicht brauche. Und was euch auffällt hier drin, ich habe kein Eisfach. Brauche ich ein Eisfach? Wenn ich ein Standard-Eisfach habe, wird das Eisfach hier oben vereisen und ich werde das Teil nach 2-3 Monaten, 2-3 Wochen, sage ich, abtauen müssen. Also wenn ich auf Langfahrt gehe, habe ich hier eine automatische Abtauung, ich habe eine Tropfwanne und hier kann ich einen Schlauch anhängen und das Wasser ableiten und das Fahrzeug oder runter in die Bilge eine Flasche hinstellen, je nach Situation. Ja, das ist 106F, sehr viel Volumen, 130 Liter Nutzvolumen und eben eine extrem lange Leitung mit 4 Meter. So kann ich wirklich mit dem Kühlaggregat vom Kühlschrank wegfahren. Hier habe ich keinen Tiefkühler. Ich sage immer, wenn ihr Tiefkühlware braucht, erstens die Überlegung, braucht ihr es? Kauft euch eine kleine Kühlbox, zum Beispiel eine B30. Da mache ich euch dann einen Link. Da kann ich tief kühlen, ist zwar nicht ideal gebaut für Tiefkühlung, aber ich kann sie nur brauchen, wenn ich zum Beispiel Tiefkühlung brauche. Wenn ich keine brauche, schalte ich die aus.